Herzlich willkommen zurück zu unserer Veranstaltung TIC Online hier aus dem Showroom und die letzte Veranstaltung für heute mit dem Thema Maschinensicherheit. Mein Name ist Nicola Bauer und ich freue mich heute als Experten unseren Produktmanager Florian Stange mit dabei zu haben, der uns alle ein bisschen in das Thema Maschinensicherheit und auch die Umsetzung mit einführen wird. Sie sind sicherlich alle schon Experten, aber dennoch ein kleiner organisatorischer Hinweis ganz am Anfang. Sie können wie immer Fragen über den Chat stellen. Die sehen dann nur wir hier auf unserem Monitor und werden im Laufe des Vortrags die Fragen aufgreifen. Ansonsten haben wir auch am Schluss noch mal ein paar Minuten Zeit reserviert für Ihre Fragen und für Ihre Anregungen. Aber dann wollen wir gleich reingehen in das Thema. Maschinensicherheit ist ja neben Funktion, neben Wirtschaftlichkeit so das Wichtigste einer Maschine. Aber was ist denn Maschinensicherheit eigentlich? Vielen Dank, Frau Bauer. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Und wir wollen gleich mit der Frage starten, was ist denn überhaupt Maschinensicherheit? Maschinensicherheit ist ja ein Thema, das uns alle im betrieblichen Umfeld irgendwie betrifft, denn wir sind alle dazu aufgerufen, dass wir die Augen offen halten, Gefahrenstellen erkennen und somit auch das Risiko minimieren. Also haben wir jetzt in dem Hinblick zum Thema Maschinensicherheit einzelne Anwendungsbeispiele mit unserem Technologiepaket 1321 abgebildet und wollen damit allen Trainees, Auszubildenden, Studierenden, vielleicht auch Umschülern das Thema Maschinensicherheit auf eine einfache Weise näher bringen. Das hört sich spannend an. Wollen wir uns das einmal angucken, wie so ein Lernsystem beispielsweise dann aussieht? Können wir gerne machen, ja. Man sieht jetzt hier an unserer Präsentation das TP 1321 zum Thema Maschinensicherheit. Was sehen wir denn genau? Wir sehen einen Grundrahmen, der modular aufgebaut ist und den wir später dann dementsprechend mit verschiedenen Sicherheitselementen bestücken können. Aber zunächst einmal möchten wir nochmal ganz gern darauf eingehen, für wen ist denn dieses TP 1321 überhaupt ausgelegt? Was sind denn unsere Zielgruppen? Unsere Zielgruppen sind definitiv die technische Aus- und Weiterbildung sowie Berufsschulen, Universitäten und jeglicher Ausbildungsbetrieb, der was zum Thema Elektrotechnik, Metalltechnik zu tun hat und dazu was beitragen kann. Die Zielpersonen sind klar Auszubildende, Lehrer, Umschüler, als auch in der Weiterbildung und ebenso auch noch Studierende, die eventuell einen elektrotechnischen Hintergrund haben oder auch nur die elektrotechnischen Grundlagen mit studieren. Lassen Sie uns mal kurz auf unsere Lerninhalte, die wir gleich in 21 eingehen. Was sind denn diese Kerninhalte, die wir dann ganz gern mit diesem TP vermitteln wollen? Das ist einmal das Kennenlernen der Maschinenrichtlinie. Das heißt, wir haben geltende Normen und Standards, die wir sowohl in der Konstruktion als auch bei der Risikominderung irgendwo einhalten müssen. Und das Ganze bilden wir hier ab. Wir erstellen Gefahrenanalysen zur Gefahrenminderung und tragen das dann später dann ebenfalls in eine Risikoanalyse ein, um das vielleicht entstandene Risiko dementsprechend zu mindern und wenn möglich vielleicht sogar zu eliminieren. Dabei lernt man natürlich gut, wie kann ich denn überhaupt diese Gefahrenstellen identifizieren, wo sind sie und ebenfalls diese dann mit den geeigneten Hilfsmitteln, die uns die Norm ein Stück weit zur Verfügung stellt, auch auszuwählen und zu minimieren. Und ebenso ist dann unser Grundrahmen dann später noch kompatibel zum MPS-System. Das heißt, da können wir dann gezielte Lerninhalte abbilden mit vielleicht auch schon bestehenden MPS-Stationen und die dann dementsprechend nach Norm, nach Richtlinie sicher zu machen. Super, vielen Dank für den ersten kurzen Einstieg. Aber ich glaube, dann lassen Sie uns einfach mal angucken, was wir hier jetzt bei uns auf dem Tisch stehen haben. Weg von den Folien, sondern ran tatsächlich an das, was wir hier haben. Ganz kurz, ich sehe gerade, die erste Frage kommt auch schon. Wir hatten gerade über Normen gesprochen. Da kam schon die erste Frage, nach welchen Normen wird denn die ganzen Unterlagen, sind die denn aufgebaut? Das ist eine sehr gute Frage. Also die Norm gibt uns ja vor, das ist zum ersten Mal die Maschinenrichtlinie 2006/42 EG, die uns den ganzen Vorgang vorgibt. Also sage ich mal, das Ganze um Risikoanalyse, Risikominderung, Risikoausschaltung im Idealfall. Und dann gehen wir unter anderem noch auf Heilnormen ein, sowas wie 60204, die sich dann ganz genau nochmal explizit um das Thema Sicherheit kümmert.
Super, aber jetzt ran an die Hardware. Was haben wir hier stehen? Genau, ich habe es vorher schon angesprochen. Man sieht hier einmal den Grundrahmen hier jetzt auch auf dem Tisch stehen. An dem Grundrahmen können Sie verschiedene Bedienelemente angebracht. Man sieht hier einen Nothalt, Stopp, Notaustaster. Man sieht klassische Knöpfe hier jetzt für eine Zweihandbedienung, ein Request-Knopf und ein Reset-Knopf. Alle Bedienelemente werden mit in der Teach- und Courseware benötigt. Ebenso sieht man jetzt hier aufgebaut eine Schiebetüre. Um einfach verschiedene Türtypen abzubilden, haben wir uns jetzt für eine Schiebetüre und für eine Scharniertüre entschieden. Das hat den Hintergrund, dass wir relativ einfach mit einer Schiebetüre, mit Endschaltern vielleicht auch mal Fehler simulieren können. Was können wir denn tun damit? Wir haben zwei Endlagen auf der Schiebetüre und dementsprechend können wir dann hier vordere, hintere Endlage abfragen, was tut denn diese Tür? Und vor allem wichtig, das Ganze dann auch mit sicheren Schaltern gepaart. Dann geht es weiter mit einem Adapter oder mit einer Adapterplatte, die uns die Standardsicherheitsleitungen, wie sie in der Industrie verwendet werden, nämlich M12-Kabel, von allen Sicherheitselementen, man sieht jetzt hier exemplarisch für die Endschalter, von allen Sicherheitselementen auf den Multipol-Adapter geführt werden kann. Das ist wichtig in unserem Fall, weil wir ja konkret uns beim Thema Maschinensicherheit sehr, sehr nahe an der Norm bewegen. Und das heißt, hier muss der Trainee auch lernen, A, wie schließe ich denn so ein M12-Kabel richtig an und B, vielleicht was kommt denn da auch an in den Einzelarm. Dann können wir weiter verteilen von diesem Multiverteiler, quasi M12 auf Laborsicherheitsbuchse, auf die zwei mitgelieferten Sicherheitsrelais. Wir haben zwei Sicherheitsrelais mit im Grundpaket dabei. Das ist einmal das Zweihandrelais und das ist einmal das Sicherheitsrelais. Das Zweihandrelais würde dann zum Beispiel benötigt werden, um genau eine Zweihandschaltung, wie sie oft beim Bessen vorkommt, oder relativ einfache Schaltungen darzustellen. Und mit dabei ist noch dieses Sicherheitsrelais. Mit dem Sicherheitsrelais können wir dann komplexere Inhalte darstellen, wie zum Beispiel auch einen Lichtvorhang anzuschließen oder wo mehrere Sicherheitselemente also mit inbegriffen sind. Ich möchte Ihnen jetzt ganz gerne noch zeigen, wie wir den Grundrahmen umbauen. Und zwar sind die verschiedenen Türtypen hier alle aufgesteckt, man sieht es. Und dementsprechend kann man jetzt hier eine andere Tür aufbauen. Und mit der anderen Tür hat man jetzt die Möglichkeit, andere Sicherheitselemente zu verwenden. Das heißt, was haben wir denn genau für Sicherheitselemente? Wir hätten jetzt hier in dem Fall einen Türkontaktschalter mit Zunge. Den gibt es dann alternativ dann noch mit Zuhaltung, der auch mit im Grundpaket enthalten ist. Man sieht ihn hier, wo verwendet man so eine Zuhaltung? Ganz einfach bei Maschinen, die austaumeln können, wie eine Drehmaschine, eine Fräsmaschine, eine Kreissäge etc. Noch mit dabei ist eine magnetische Zuhaltung. Auch wieder wichtig für Maschinen, die austaumeln. Je nach Risikoeinschätzung würde man dann auswählen, entweder den mit der fixen Zuhaltung oder den magnetischen hier. Wir haben noch kontaktlose Schalter, gerade wenn es um Roboterzellen geht, wird sowas oft verwendet, dass man sicherstellt, dass die Türen zu sind. Und was haben wir noch mit dabei? Einen Zustimmtaster. Wir werden oft vor die Aufgabe gestellt, dass wir gerade bei der Konstruktion und bei der Auslegung von Maschinen das Ganze so gestalten können, dass wir einen Einrichtbetrieb gestalten können. Und genau dort kommen solche Zustimmtaster zum Einsatz. Gut. Optional zu den verschiedenen Sicherheitseinrichtungen, die ich Ihnen gerade eben gezeigt habe, gäbe es dann noch das Thema Lichtgitter als Add-on, das genauso auf den Grundrahmen aufgeschoben wird und dann auch über M12-Kabel dann dementsprechend mit an den Multipolverteiler angebunden wird. Das Ganze wird dann signalisiert über eine
Signalleuchte, die auch noch mit dem Paket ist. So viele Komponenten. Jetzt fragen sich sicherlich viele, wie kann ich denn damit lernen oder welche Unterlagen kommen mit dazu, sodass ich das geführt angehen kann. Mach mal einen kurzen Blick in die Teachware rein, würde ich vorschlagen. Können wir gerne machen. Man sieht jetzt hier in der Teachware, dass zunächst mal das ganze Thema rund um die Maschinensicherheit etwas feiner natürlich aufgedröselt ist. Wir sehen anhand von der Maschinenrichtlinie, wie sieht denn so eine Risikominimierung überhaupt aus? Was für Schritte muss ich tun und wie setze ich diese nachher um? Wir haben jetzt hier ein Beispiel von der Aufgabe 1. Ein Beispiel von einer Kreissäge, das wir dann dementsprechend sicher abbilden sollen. Natürlich sind die Unterlagen so gestaltet, dass der Trainee sich mit entweder er informiert sich selbst oder die beiliegenden Informationen, er diese Courseware selbstständig durcharbeiten kann. Dann gibt es zu jeder Aufgabe also so eine Art Erkenntnisfragen und dann zum Schluss den Aufbau am Objekt selber. Der Aufbau am Objekt selber findet bei der Teach on Courseware in Verbindung mit einem Mini-Easy-Port statt. Sie hatten ja gerade im Vorgang schon was zum Thema FluidSim. Vielleicht ist da das Thema Mini-Easy-Port auch schon fallen. Da gibt es ein Set, da kann man dann dementsprechend den Mini-Easy-Port mit einem Computer verbinden und dann halt hier auf unsere Laborbuchsen kommen. Dementsprechend können Schaltungen als digitaler Zwilling, sage ich jetzt einfach mal, davon abgebildet werden im FluidSim und somit die Aufgaben der Courseware gelöst werden. Genau. Perfekt. Ein erster Eindruck in die Teachware. Wir haben auch noch eine andere Frage bekommen jetzt im Moment. Für welche Maschine lässt sich dies anwenden? Wir haben es jetzt schön gesehen als Standalone-Paket. Genau. Generell ist es sicherlich denkbar, dann kann jede beliebige Maschine stehen, richtig, so wie wir es auch in den Aufgaben gesehen haben. Da gibt es unterschiedliche Systeme. Aber kann man die Frage vielleicht noch ein bisschen anders beantworten? Genau, ich würde jetzt ganz gerne mal darauf eingehen, dass wir anhand von dem Grundrahmen ist völlig mal prinzipiell egal, was dahinter steht. Man muss halt dementsprechend sicherstellen, dass das Ganze nicht zu groß wird. Wir setzen uns jetzt das Ganze um anhand von einer MPS-Station, weil anhand von der MPS-Station ist die Größe definiert worden. Und ob Sie jetzt aber vielleicht noch einen eigenen Versuchsaufbau bei sich in der Ausbildungsstätte haben, den Sie zum Thema Sicherheit weiter behandeln wollen, müssen sollen, dann ist genauso gut vorstellbar, dass dieser Grundrahmen vor was anderem steht. Also das ist vielleicht nochmal wichtig hier an der Stelle zu sagen. Das ist jetzt hier als Tabletop ausgeführt und muss aber jetzt, sage ich mal, nicht zwangsläufig auf einer MPS-Station stehen. Natürlich ist dafür gedacht, kann aber auch auf allem anderen stehen. Das heißt, der Einstieg ganz normal Standalone auf dem Tisch, um das Thema zu behandeln und dann kann man es aber auch weiterverwenden in vorhandenen Systemen. Wollen wir einmal das auf eine MPS-Station umschrauben? Gerne machen, ja. Um einfach zu zeigen, wie einfach es geht. Wir verkabeln jetzt das Ganze hier noch einmal ab. Ah, okay. Habe ich einen Vorteil auf meiner Seite? Ja, kein Problem. Jetzt haben wir beispielhaft hier eine Station mit dabei. Können Sie aber beliebige, genau, Stationen oder Systeme dann auch schon verwenden. Station sortieren. Man sieht jetzt hier, das Ganze ist jetzt auf der MPS-Station drauf. Es gibt dann noch ein Bestellartikel bei uns im Sortiment, der dann noch die ganzen Mutmuttern, einen A4-Rahmen für hier oben dann noch vorzieht, einfach um die verschiedenen Sicherheitsrelais dann noch einzuhängen, die ja noch mit dem Lieferumfang sind. Und dementsprechend kann ich jetzt hier das Thema Maschinensicherheit relativ einfach und bequem auf eine MPS-Station bringen, weil ja oft auch bei der MPS-Station sind jetzt zwar mal die Gefahren im didaktischen Umfeld da, aber man kann sich definitiv Gedanken darüber machen, wie könnte ich denn diese mindern. Und jetzt gerade bei einer Station sortieren, so wie es jetzt hier ist, ist es jetzt nicht so, sage ich mal, schlimm, aber wenn man jetzt mal vielleicht mal an komplexere Stationen denken, sowas wie Fügen, da wo ja schon wieder ein Pressvorgang stattfindet, könnte man sich ja zum Beispiel schon mal über eine Zweihandbedienung Gedanken machen. Das heißt, auch da unterschiedliche Risikostufen, genau, Gefahren, die ich eben analysieren muss, einschätzen muss und dann, genau, die richtigen
Gegenmaßnahmen treffen. Aber das ist generell immer so beim Thema Sicherheit. Da, diese Frage begleitet uns ja durch die komplette Teach- und Courseware. Was haben wir für ein Risiko? Wie können wir das mindern, vielleicht da ausschalten? Wichtig, nochmal an dem Punkt würde ich es ganz gerne nochmal ansprechen, zu unseren Sicherheitsrelais und zu unseren Sicherheitsschaltern und Komponenten. Das ist alles der geltende industrielle Standard, die alle redundant ausgeführt sind. Wir haben eine zweikanalige Abfrage in den Sicherheitsrelais. Das heißt, jeder dieser einzelnen Elemente wird zweikanalig angefahren, einfach um einen Kabelbruch festzustellen oder andere Fehlfunktionen, vielleicht auch an einem Schalter, wie es relativ häufig auftreten kann, hier an einem Scharnierschalter, der auch dann manipulationssicher ist. Das ist ja auch noch ein ganz großes Thema rund um die Maschinensicherheit. Sind denn diese Sicherheitseinrichtungen, die wir da abbilden, überhaupt manipulationssicher? Entschuldigung. Perfekt. Vielen Dank für den ersten Eindruck. Jetzt kommen Ihre Fragen. Gibt es von Ihnen noch Interesse? Haben Sie noch Dinge, die Sie von uns wissen wollen? Wir stehen für Sie parat, um das ein oder andere gerne noch für Sie zu beantworten. Dann ran an die Tastatur und füllen Sie den Chat noch ein bisschen. Ansonsten vielleicht noch zwei, drei Takte in der Zwischenzeit zum Thema FluidSIM. Was brauche ich denn für ein FluidSIM dafür? Wir brauchen FluidSIM eine Lizenz E und P. Und im letzten Webinar, das Sie ja gerade eben gesehen haben, hat Herr Dumrath gerade eben ja schon gesagt, dass es die Musterlösungen hinterlegt sind. Genauso sehen in der neuesten Version die Musterlösungen zum Thema Kreissäge in der FluidSIM-Version E hinterlegt und P brauchen wir dementsprechend dann auch. Also noch ein Grund mehr für die neueste Version von FluidSIM. Richtig. Aktuell, ich sehe leider keine Fragen mehr von Ihnen, dann wären wir mit dem Thema aktuell am Ende.